Oh mein Gott, genau, oh mein Gott. Shit, was geht hier ab? Hier ist so eine Ecke, die ich echt gruselig finde. Also irgendwie blinkt das rum. Ist das normal? Heute wieder mit Hut, denn es wird ernst. Wir testen heute alle Ghost Tracker Apps, die es auf dem iPhone gibt, also die es im Apple App Store gibt. Ich glaube, all diese Apps sind Müll, also ausnahmslos alle Apps funktionieren nicht. Ein paar von den Apps haben sogar Geld gekostet. Ich habe sie für euch trotzdem runtergeladen, trotzdem bezahlt. Und wer weiß, vielleicht passiert ja doch was. Da draußen gibt es viele Ghost-Tracking-Geräte, wie zum Beispiel das schöne Teil hier. Ich wusste bis zu kurzem auch nicht genau, wie das funktioniert, aber du kannst halt, anscheinend können Geister elektromagnetische Impulse ausstoßen. Und ja, wenn dann elektrische, magnetische Impulse in der Nähe sind, dann reagiert das Teil. Aber ihr müsst aufpassen, wenn ihr in der Nähe von der Mikrowelle seid oder so, dann schlägt das auch aus. Und anscheinend auch, wenn das Handy nicht im Flugmodus ist, aber mein Handy ist im Flugmodus. Okay, Freunde, bevor es losgeht und wir all diese Apps testen, ein ganz kurzes und wichtiges Shoutout an den Sponsor des heutigen Videos. Es ist ein Spiel, das ich wirklich vom Herzen an euch empfehle. Das, meine Freunde, ist Fae Farm. Ein Farmsimulations-RPG, das euch in die magische Welt von Azoria entführt. Ihr könnt hier euren eigenen Bauernhof aufbauen, trifft auf mysteriöse Gefährten und lasst Magie in jede eurer Handlungen fließen. Ob ihr euch um euren Bauernhof kümmert, im kristallklaren Wasser fischen geht, euch die wertvollen Erse aus den Bergen krallt oder flauschige Kreaturen großziehen möchtet. Azoria ruft und ihr seid gefordert. In Fae Farm könnt ihr euren Charakter individuell gestalten. Egal welcher Körpertyp, Hautfarbe, Frisur, bis hin zu männlichen, weiblichen sowie non-binären Pronomen. Und natürlich gibt es viele einzigartige Charaktere, die ihr treffen könnt. Einige werden zu Freunden, andere vielleicht sogar zu mehr. Die Spielsteuerung in Fae Farm ist intuitiv. So habt ihr beispielsweise ein praktisches Multifunktionswerkzeug für alle eure Aufgaben. Zu all dem Zauber kommt noch die Möglichkeit, gemeinsam mit bis zu 3 magischen Gefährten Abenteuer zu bestreiten. Und dank der Magie des Crossplay könnt ihr das über verschiedene Welten bzw. Geräte, wie den PC oder den Nintendo Switch. Also, seid ihr bereit für ein Abenteuer, das euch wirklich auf magische Weise fesseln wird? Ein Ort, wo Magie auf Farmen trifft, wo Freundschaften keine Grenzen kennen und jeder Sonnenaufgang eine neue Geschichte verspricht? Dann klickt jetzt auf den ersten Link in der Videobeschreibung und taucht ein in die zauberhafte Welt von Fae Farm. Ich habe ausschließlich diese Ghost-Radar-Apps runtergeladen. Also jetzt nicht irgendwie Ouija-Brett oder so, das gibt's ja auch und so. Nur diese Apps, wo anscheinend dir anzeigt, wo Geister sind oder ob hier in diesem Raum Geister sind. Ich glaube, ihr wisst Bescheid. Okay, die erste App, die nennt sich Ghost Camera. Und ja, und da steht Ghost Camera Radar Prank. Okay, also die ist schon mal komplett fail. Wir testen sie trotzdem. Okay, wir sollen wohl die Kamera jetzt irgendwie starten. Ghost, warum ich auf das Kamera zugreifen. Und jetzt soll anscheinend hier irgendwo ein Geist. Aber das ist schon gruselig auch. Also das ist wirklich sehr gruselig. Und dann seht ihr auch, wie unaufgeräumt es hier ist. Ja, soll ich jetzt hier so rumlaufen? Ich glaube, wir probieren das mal aus. Und gucken, was passiert in diesem Raum. Nö, also bis jetzt ist alles noch nicht gekommen. Oh! Ja, okay. Leute, die erste App, weg damit. Da stand ja Prank drauf. Also die ist offensichtlich Spaß und ich habe nichts anderes erwartet. Und ich glaube, die anderen werden auch so sein, aber vielleicht ist ja eine dabei, die wirklich was kann. So, die nächste, die sieht ein bisschen ernster aus. So, man kann auswählen, ob man einen Alien so suchen möchte, einen Geist. Selfie mit Ghost, okay. Wisst ihr was? Scheiß drauf, wir machen Selfie mit Ghost. Ghost, wo bist du? Oh, die Haare passen nicht. Ja, wieso ist hier kein Geist in der Nähe? Ghost? Ghost, wo bist du? Kein Ghost in der Nähe. Kein Ghost in the Shell. Irgendwie hat das nicht funktioniert. Braucht man vielleicht Internet? Alien-Detektor. So. Irgendwo ist wohl ein Alien. Okay, Alien, bist du... Oh, hier ist ein Alien. Oh, Leute, nein, oder? Soll das das Video sein? Ich weiß nicht. Ich bin enttäuscht. Ich wäre enttäuscht, wenn das echt alles ist. Die nächste App nennt sich Ghost Video. Und ich weiß nicht mal welche, aber 2 haben Geld gekostet. Dafür deine Aktivität. Okay, komm, erlaub mich. Erlaub mal wirklich alles. Swipe für Filter. Guck mal, kannst du gar so Filter auswählen. Okay, schauen wir mal, ob sich hier was tut bei Ghost Video. Hier ist noch ein Balkon. Können wir auch mal rausgehen. Und vielleicht passiert ja was. Vielleicht ist hier draußen irgendwie ein Geist. Wer weiß. Vielleicht ist ja hier irgendwo ein Geist in der Nähe. Ghosty Mosty. Na? Bist du irgendwo? Funktioniert das überhaupt? Oder muss ich das Ding anmachen? Ah. Okay.
Der hört jetzt irgendwie irgendwas, hört er, also hört jetzt irgendwie zu. Aber ich weiß nicht. Die hat wohl auch nicht funktioniert. Direkt zur nächsten. Okay, die nächste App möchte meinen Fingerabdruck. Vier Geister in der Nähe. Aber wo? Nee. Ich glaube nicht dran, hat nicht funktioniert. Ghost SLS. Okay, diese App warnt dich sogar. Das sieht nicht aus wie ein Spiel-App und ich glaube, vielleicht habe ich vielleicht die sogar Geld gekostet. Hier war was. Hier ist was mit. Ih! Als ob! Niemals! Anomalie! Niemals! Er erkennt Kissy Missy als Anomalie! Das ist kein Fake! Wirklich? Er erkennt, das ist Anomalie. Als ob. Was ist damit? Nee, nur Kissy Missy. Okay, Leute, das ist gruselig. Das ist wirklich gruselig. Kein Wunder, läuft es in letzter Zeit so schlecht mit Placements. Ich muss dieses Kissy Missy loswerden. Quatsch. Nee, aber wirklich, kann da was dran sein oder so? Was denkt ihr? Ich glaube nicht, oder? Aber was ein Zufall, wo habe ich diese Kissy Missy her? Ich glaube sogar, dass mir die ein Zuschauer geschenkt hat. Eine Zuschauerin. Das ist crazy. Also ich finde es voll heftig, dass die App Kissy Missy, und das war ja wirklich von der Distanz, hat Kissy Missy, wurde Kissy Missy erkannt, what the fuck? Ich muss sagen, Freunde, also die App, die hat mir schon ein bisschen Angst gemacht. Die hat Kissy Missy erkannt. So, als nächstes wieder was mit Fingerabdruck. Also das ist für mich so Quatsch. Okay, Scanning. Mein Gott. Sieben Geister in der Nähe. Wisst ihr, die zeigen nicht mal an wo. Also sowas ist für mich Quatsch. Das ist wirklich Quatsch. Weg damit. Oh mein Gott. Okay, continue. Aber sie mit Geister reden, okay. Und dann darf man Geld bezahlen für so ein Upgrade, dass man mehr Fragen stellen kann und so weiter. Wollen wir nicht, wir stellen entspannt Fragen. So, wir richten auf jeden Fall Richtung Kissy Missy. Bist du da? Ist hier jemand? Funktioniert das irgendwie? Ihr seht hier mein Setup, aber ich glaube hier ist, ich überlege, ich habe halt Angst, dass ihr irgendwas sehen könntet, das ihr nicht sehen solltet. Aber ne, es ist alles okay hier. Anscheinend ist, ich weiß nicht, also ich sehe mal nichts. Hier ist mal nichts. Hier, das bin ich. Okay. Hey, Entität! Wo? Einfach hier! Als ob! Ich soll ihn jetzt was fragen. Bist du ein guter oder böser Geist? Nein, Freundin, nein. Das Ding ist, ich warte. Die eine App, die war wirklich nicht schlecht, die Kissy Missy erkannt hat, die fand ich wirklich nicht schlecht, weil das war, hatte was Gruseliges. Ich habe Kissy Missy von der Zuschauerin bekommen und ich weiß ja nicht, vielleicht ist sie so Voodoo-Magierin oder so, das weiß man nicht. Aber das ist wieder so typisch Müll-App. Hashtag Müll-App. Nein, weg damit. Wieder Ghost Hunting. Genau solche Dinger, ich weiß auch nicht. Hallo? Bist du ein guter oder böser Geist? Ja, auch nichts, Freunde, auch nichts. Schreibt gerne in die Kommentare, wirklich, 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 glaubt ihr, es gibt so Apps, die sowas können? Real Life Ghost Stories. Okay, das ist so geile Stories. Die sind schon creepy, Mann. Das hat schon echt was Gruseliges. Ich möchte nicht zahlen. Mach mal. Ah, willst Internet, willst Geld abziehen? Ja, nein, weg damit. Hier ist das Scan. Und tut mir einen Gefallen, ladet nichts von diesen Apps runter. Sehr viele sind Müll. Ich habe mal für so eine Poppy Playtime App, also sie wollten, dass ich, glaube ich, 100 Euro bezahlen im Jahr oder irgendwie so, dass ich Poppy Playtime 3 spielen kann. Und das war ein Scam. Und solche, ihr müsst wirklich aufpassen bei solchen Apps, weil ihr klickt einmal drauf. So habe ich übrigens diese Geister-Apps gekauft, also aus Versehen. Weil mit dem iPhone, wenn du zum Beispiel eine App runterlädst, musst du, wenn du hier zweimal so seitlich an diese seitliche Taste drückst, zweimal bestätigst du deine Identität und dann lädst du die App runter. Aber so kaufst du auch aus Versehen Apps. Und ich wollte die Apps gar nicht kaufen. Und habe ich so, ja, habe ich halt Apps gekauft. Eine aus Versehen und eine wollte ich kaufen. Aber so schnell landet ihr so auch Abos oder so. Deswegen ladet diese Apps gar nicht runter, auch wenn sie irgendwie kostenlos scheinen. Kann sein, dass das ein Scam ist und deswegen lasst einfach. Oh! Die ist ja gruselig laut. Endlich mal was mit Ton. Keine Geister gefunden. Okay, jetzt soll man es wohl mit Fingerabdruck probieren. Alarm.
Dämonische Kräfte. Okay. Nochmal Fingerscanner. Ich finde, die ist cool gemacht. Auch wenn ich nicht daran glaube, glaube ich, dass die App cool ist. Die ist cool gemacht auf jeden Fall. Keine Geister gefunden. Wir probieren es noch ein letztes Mal. Keine Geister gefunden. Ich muss sagen, cool gemacht, aber anscheinend war ja ein Geist in der Nähe und dann irgendwie nicht mehr. Probieren es ein letztes Mal noch. Ah, man muss 8 Sekunden drauf bleiben. Und warum anhand des Fingerabdrucks? Also, was ist das für eine Bedeutung? Warnung. Okay, hier scheint was zu sein. Wir probieren mal das Ding hier aus. Es hat gerade geblinkt. Sollen wir mal gucken, ob vielleicht wirklich was im Raum ist mit dem Ding? Lass mal ausprobieren. Okay. Hier ist so eine Ecke, die ich echt gruselig finde. Weil da links habe ich so Equipment drin. Und hier habe ich immer so das Gefühl, dass da irgendwie, ich weiß nicht, schon ein bisschen gruselig. Oh, passiert was. Was ist das? Liegt ein Arm. Deswegen. Okay, trotzdem Leute, irgendwie nicht ganz geheuer. Was ist mit dir? Das testen wir jetzt wirklich mal. Aha. Also irgendwie blinkt das rum. Ist das normal? Hä? Okay, die nächste App. Ja, das ist zumindest cool gemacht. Auf jeden Fall kreativ. Hier ist dieser Pegel. Wenn irgendwas sich bewegt, dann bewegt sich das Ding. Also wenn irgendwas ist, dann bewegt sich das Ding. Ja, ich weiß nicht, Freunde. Hier ist so ein Timer, der abläuft. Ich weiß nicht, was passiert, wenn der Timer abläuft. Wir warten einfach mal. In der Zwischenzeit könnt ihr mir schreiben, was ihr heute gegessen habt. 30 Sekunden. Oh, das flackert hier. Das hat was Gruseliges, aber Leute, glaubt ihr wirklich dran? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kein Geist gefunden. Okay. Okay, jetzt nächstes wieder so eine Geister, ganz klassische Geisterdetektor-App. Sprache auswählen, Deutsch. Start. Ghost Radar has been activated. Nein. Das hat voll. Please move your phone to detect ghost. Hat richtige Dings-Feeling. Richtige. A ghost signal fire. Anscheinend von rechts kommt. Oh, das ist gruselig, Mann. Das ist schon verdammt gruselig. Eine Frage stellen. Wie alt warst du, als du gestorben bist? Transceiving. Retrieving response. Was? Boah. A translator. Sie war 21 Jahre alt, als sie gestorben ist. Bist du nett oder böse? Transceiving. Retrieving response. A translator. Es hängt von deinem Verhalten ab. Hast du lange Nägel? Was ist deine Lieblingsfarbe? Benötigst du etwas von uns? Hast du eine Familie? Hast du Angst vor uns? Ach, die anderen Fragen, für die musst du Geld bezahlen, dass du stellen kannst. Bist du unglücklich? Stellen wir noch. Aber die ist cool gemacht, muss ich sagen. Response. Auch wenn das fakey-makey ist, die ist cool gemacht auf jeden Fall. Vor allem, wie das hier so übersetzt wird und so. Die haben sich echt Mühe gegeben. A translator. Ja, ich bin auf der Suche nach jemandem. Oh, da können wir weiter drin machen. Passiert nichts. Okay, es passiert nichts. Wie sieht die denn aus? Oh, sieht das aber cool aus. Das ist echt gruselig. Okay. Das ist echt gruselig. Gut, dann fragen wir. Wo lebst du? Achso, ich soll irgendwas... Okay, das ist auch wieder so eine App, die einfach möchte, dass man irgendwie Geld bezahlt. Das brechen wir ab. Die nächste App nennt sich einfach Geistdetektor und die kann wahrscheinlich genauso wenig wie die anderen, die wir getestet haben. Oder?
Auch nicht. Okay, die sieht ja komplett langweilig aus. Also da hätten die echt mehr machen können. Hallo? Oh, es tut sich was. Hört ihr das? Die Sounds sind eklig. Okay, ich glaube, ich habe Stromausfall. Hatte ich schon öfter. Ja, versuchen das Licht wieder anzumachen. Okay, die nächste App nennt sich Ghost Tube und da bin ich richtig gespannt, weil irgendwie hört die sich vielversprechend an. Ghost Tube wählt Wörter und Phrasen aus, wenn bestimmte Signaturen von den Umgebungssensoren in ihrem Gerät erkannt werden. Blablabla, okay, ich habe gelesen, man muss sogar was bestätigen. Haftungsausschluss. Ghost Tube. Hallo? Hörst du was? Was geht ab? Passiert hier? Hallo? Hallo, hallo? Hallo, hallo? Ja, man kann so Filter wechseln. Kann ich bitte wieder weg? Wieder Müll. Okay, weitere Anwendungen anfangen. Radar aktivieren. Jetzt? Wisst ihr was? Ich mache einfach den hier. So. Oh! Er spinnt's rum. Hat was. Teufel erkannt. Wo? Wo ist der Teufel? What? Der hat mich meine eigene Kamera erschrocken. Wo ist Teufel? I! Das ist geflogen. I! Er kommt näher! Er kommt näher! Immer aus der Ecke, wo Kissy Missy chillt. Der Teufel einfach. Kissy? Hat das was mit dir zu tun, sag mal? Oder hat das was mit euch zu tun? Lexton Ghost Motion. Was kann diese App? Okay. Ach, das spinnt hier komplett rum. Holy moly. Boah, geht ab. Okay. Okay, das hat nichts. Das kann irgendwie nichts. Okay, Freunde, die nächsten Apps testen wir draußen. Ich habe hier eine richtig gruselige Location. Ich weiß nicht, was genau ist. Ich habe irgendwie gehört, es soll ein Scientology-Gebäude sein. Wenn es irgendwo Anomalien geben sollte, dann hier. Das ist das Gebäude und wir testen das genau hier. Hey, dieser Hund, der ist ja anders wild drauf. Ich war hier noch nie oben. Ich habe immer nur irgendwie von unten mal gefilmt, aber ich war noch nie hier oben. Hier sogar perfekt, wie für uns gemacht, ein Stuhl. Und hier testen wir das Ganze. Okay, die nächste App nennt sich Ghost Observer. Okay, hier startet auch direkt eine Cam. Oh mein Gott, genau. Oh mein Gott, was geht hier ab? Alter, als ob in dem Moment, wo ich hier drauf gezeigt habe, rasten alle sämtlichen Hunde aus, die gerade rumlaufen. Okay, das war gruselig. Wir gucken, ob der immer noch da ist. Okay, ich drehe mal. Anscheinend hier. Aber wo? Hier rechts? Oh! Leute, das sieht doch aus wie E.T. irgendwie. Der kommt immer näher. Oh, irgendwie hat das was. Was ist hier? Nein, das ist genau hier. Was passiert, wenn ich voll nah rangehe? Okay. Boah, das ist. Also, ich muss schon sagen, diese Apps, auch wenn sie fake sind, vielleicht sind sie nicht fake, sind die echt gut gemacht, Mann. So, ganz klassisch wieder Ghost Detector. Ja, Freunde, natürlich haben die alle den gleichen Namen und sieht genauso aus, ja, wie die andere, bloß in blau. Das sieht richtig smooth aus. Okay, man soll ein bisschen rumlaufen und dann, oh, das hat schon was. Also hier, das macht es schon mal anders gruselig. Okay. Man soll langsam laufen und dann soll was passieren. Nichts gefunden, try again, okay. Vielleicht brauche ich Internet. Ich hab Flugmodus drin. Das muss ja auch ohne klappen, oder nicht? Oder die Geister brauchen. Oder vielleicht ist hier wirklich nichts. Vielleicht ist hier echt nichts.
Oh Gott, das bin ich. Das hat mich so erschrocken gerade. Das hat mich erschrocken, okay, wenn ich mein Gesicht sehe dann, ja. Okay, hat nicht geklappt, nächste App. Als nächstes Ghost Finder. Hier soll man sein Alter angeben, ich mache mal 120. Anscheinend kann diese App mehr als die anderen, aber das sehen wir gleich. Internetverbindung will das Ding, damit man Pro bekommt. Ich will nicht Pro. Okay, die eine hat nicht geklappt. Ghost Radar. Das sieht ganz komisch aus. Das ist so komisch weiß gemacht. Was geht hier ab? Was ist passiert? Was soll das sein? Also hier ist anscheinend ein Geist, der ist 26 Jahre alt und er ist böse. Ich lass uns mal hier hochgehen. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ich liebe diese Wege. Aber auf jeden Fall, die App, die hat irgendwie auch nichts. Die konnte auch nichts weg damit. Denn ich so, Leute, wir ziehen durch. Wir ziehen sie alle durch. Okay, die nächste sieht richtig spannend aus. Die nennt sich Mariam. Es gab mal so eine Mariam-App. Aber das ist nicht die, das ist eine andere. Die sieht auf jeden Fall sehr, sehr knackig aus. Ich soll einen Geist hinzufügen, aber wie? Wie definieren? Soll ich einfach ein Bild von mir machen? Okay, probieren wir es. Es ist viel zu dunkel. Ich brauche Licht. Man sieht nichts. Oh, shit. Oh mein Gott, ja, wir nehmen das. Ja, was soll das jetzt sein? Bin ich jetzt Mariam Ghost? Ich sehe richtig aus wie ein Ghost. Richtig aus wie Ghostbuster. Oder nur Buster. Okay, auch leider enttäuschend, leider. Der Name war halt cool, so diese Mariam. Ich assoziiere damit irgendwas Gruseliges, irgendwas Cooles. Egal, weg damit. Die sieht ganz anders aus. Ja, ist an. Zeige mir Geister. Schon sehr, sehr. Ich finde dieses Gebäude halt so gruselig. Aber hat auch Style. Oh, hier ist anscheinend was. Hier, der Geist heißt Martin. Martin! Anscheinend ist hier ein Geist, aber genau hier oben auch. Wisst ihr, genau hier oben. Also hier ist schon ein paar Mal was gewesen. Vielleicht ist hier wirklich ein Geist, der Martin heißt. Okay, hier sind anscheinend noch mehr Geister. Martin, dann haben wir noch Ingrid. Sie ist auch hier irgendwo am Start. Martin und Ingrid. Wahrscheinlich war das ein Pärchen, denn Ingrid ist 107 Jahre alt. Und Martin ist 182. Krass, er ist gestorben 1866. Okay. Vielleicht sind beide genau hier drin. Boah, das sieht so crazy aus. Das soll ein... Also ich habe gehört, ein Scientology-Gebäude. Was ist das? Cheatcode. Wir wollen hier nicht cheaten, wir spielen fair. Jeff Kamera. Anscheinend kann man so Jeff the Killer dann irgendwie... Das würde ich einfach mal gerne mal testen. Stellt euch vor, er kommt jetzt. Aber man muss das so halten. Stellt euch vor, und ich falle dann die Treppen runter, weil ich mich erschrecke. Oh Gott, schon wieder erschrocken. Ja, Jeff, wo bist du? Wo? Wo ist Jeff? Oh! Ist ganz cool gemacht, aber fake. Ich finde diese... Da ist nochmal eine andere Version diesmal. Ich finde es cool, dass alles so Fanarts, die sie einfach gerippt haben und dann in die App eingebaut haben. Oh, nochmal. Der sieht da richtig so... Richtiger Anime-Boy, richtig L. So sah ich mit 16 aus. GR Classic, also das ist wohl ein ganz klassischer Ghost-Tracker. Man sieht alles so ein bisschen, sieht aus wie so einem, in so einem Flug, in diesen alten Flugschiffen. Und der Hund, der rastet schon wieder aus. Und ihr wisst, was das heißt, wenn Hunde ausrasten, dann ist irgendwas im Busch. Manchmal. Aber hier ist nichts. Da ist nichts. Fliegt mir doch glatt der Hut weg. Nee. Die letzte App, liebe Freunde. Die letzte App. Einfach nur Ghost Detector. Das ist die erste, die ich runtergeladen habe. Kamera zugreifen, yes. Und wenn ich irgendwie sensibel bin, wenn ich irgendwie Angst habe oder so, dann soll ich aufpassen oder halt eher, die warnen mich halt. Und ja, die achten auf meine Privatsphäre, Sicherheit. Okay, gut. Let's go. Man sieht aber nichts. Soll ich hier anmachen? Oh, jetzt. Okay, langsam rumlaufen. Ich will wieder hier hoch. Langsam rumlaufen. Nicht, dass Jumpscare kommt und ich falle hier die Treppen runter. Ich kenne mich doch. Oh, das hat schon echt was Gruseliges. Komm schon. Ich fühle mich richtig detektiv gerade mit dem Hut, so richtig. Da-dan-dan. Nichts? Ich sehe nichts. Ich muss langsamer laufen, oder was? Kommt überhaupt was? Oh, das bin ich. Nicht, dass mein Schatten. Anscheinend ist hier was. Hier war rot. Genau hier ist rot. Aber wird hier auch ein Geist angezeigt dann so mäßig? Nee, ich glaube nicht. Ich finde diese Apps sind so cool gemacht. Das hat halt einfach direkt was Gruseliges. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt.
Okay, nein, das war's. Ich glaube, es wird nichts mehr passieren. Oder? Oh! Schnell hier weg! Schnell hier weg! Detektiv Kio! Haut jetzt ab! Und ganz schnell hier weg! Freunde, falls euch das Video gefallen hat, dann einmal den Like-Button mit dem Kopf einslappen. Und falls ihr wollt, dass ich noch mehr Apps teste, Vorsicht, nicht über Rot laufen, dann auch einmal den Like-Button einslappen. Checkt unbedingt den ersten Link in der Beschreibung ab und schaut bei Fae Farm vorbei. Sehr, sehr süßes Spiel. Ansonsten, Freunde, was ist das für heute? Passt auf euch auf und schaut euch dieses Video an, falls ihr es nicht gemacht habt. Bis dann, Freunde, bis dann.